So, hier hängt eine 65, denn nicht Alina Stiegler, sondern Angela Merkel feiert heute 65. Geburtstag. Mutti wird 65 und wir feiern ihr zu Ehren heute ein schönes Gartenfest. Aber wenn wir da hinten mal so auf unseren Geburtstagstisch... Ja, wir haben ja prominenten Besuch und unser Tisch, der sieht noch so ein bisschen traurig aus. Ne? Das können wir so eigentlich nicht, das können wir so nicht machen. Teller irgendwie. Oder Tassen, irgendwas fehlt uns noch. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat heute Geburtstag, wird 65 Jahre alt. Den wollen wir natürlich hier groß feiern bei Live nach 9. Sie ist natürlich verhindert, ist in Berlin wahrscheinlich, muss arbeiten. Aber wir haben gesagt, wir laden trotzdem jemanden ein, der sich sehr gut mit Angela Merkel auskennt, nämlich ihr Double Ursula Nawawanecki. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Angela Merkel heute wird gar nicht groß gefeiert, ne? Die muss weiter arbeiten. Ja, leider. Kramp-Karrenbauer ins Amt der Verteidigungsministerin. Sie ist unerschütterlich, ja. Schön, dass Sie da sind, umso besser. Und Sie sind nicht nur Merkel-Double, Sie sind auch Merkel-Fan, kennen sich mit der Kanzlerin wirklich gut aus. Wir wollen darüber gleich ein bisschen genauer sprechen, aber vorher gucken wir uns erstmal an, wie Sie sich in Angela Merkel verwandeln. Manchmal muss man zweimal hingucken. Ist sie es oder ist sie es nicht? Ursula Warnecki sieht unserer Kanzlerin Angela Merkel verblüffend ähnlich. Und als Merkel-Double ist sie deswegen stark gefragt. Für Überraschungseffekte wird sie gebucht, wie hier bei einer Kunstaktion in Griechenland, für Firmenjubiläen oder fürs Fernsehen. Üben muss die Bürokauffrau aus Attendorn in Nordrhein-Westfalen dafür nicht. Mimik und Gestik sind einfach so wie bei Merkel. Der Kleidungsstil ist auch der gleiche und die Frisur, klar, die hatte natürlich Ursula Warnecki zuerst. Die Frisur hat Frau Merkel von mir und nicht ich von Frau Merkel, weil ich meine Haare schon immer so getragen habe. Ich bin stolz, dass ich ein Double von Frau Merkel bin. Schließlich ist sie die mächtigste Frau der Welt und nicht jeder kann Double von Frau Merkel sein. Und jetzt ist sie bei uns im Studio. Und wir freuen uns sehr und sagen guten Morgen. Hat Ihnen denn heute schon jemand zum Geburtstag gratuliert? Ja, ich habe schon Wünsche auf SMS gekriegt und WhatsApp. Also Sie werden heute auch ein bisschen 65. Wir müssen aber darüber sprechen, wie hat das denn angefangen, dass Sie als Merkel-Double dastehen? Also hat einfach irgendwann mal jemand gesagt, Mensch, Sie sehen aus wie Frau Merkel. Wie fing das an? Das hat eigentlich ganz schleichend angefangen, von Geburtstagen und Hochzeiten. Bis in Attendorn Karneval kam, da kam ich auf die Idee, mich als Frau Merkel zu verkleiden und alle fanden das toll und haben mich überredet, sich bewerben in eine Werbeagentur. Da habe ich die Christa von Herrn Florstedt aufgesucht und muss ich ehrlich sagen, nach kurzer Zeit habe ich mich aber anders überlegt, weil ich war in Karnevalstimmung und habe das zurückgezogen. Aber so glückliche Umstände oder sage ich auch unglückliche Umstände haben dazu geführt, dass viele Studios haben sich bei Werbeagentur beworben, weil das war das Jahr, wo unsere Bundeskanzlerin war durchs Land auf Wahltouren und hat die auch junge Leute zur Wahl animiert. Und Double war gefragt und da kam von der Agentur kam eine Anfrage, dass die Studios in Köln ProSieben und Stefan Raab einen Double sucht für Clips und für kleine Films. Wir haben damals gedatet, Date mit der Kanzlerin und so bin ich in kaltes Wasser reingeschmissen und so hat die Karriere angefangen. Und auf einmal sind Sie quasi Angela Merkel. Wie nähert man sich denn so einer Rolle an? Also Sie haben dann wahrscheinlich viel geguckt, Mimik, Gestik, das muss ja alles stimmen. Was war das Schwierigste für Sie, sie nachzumachen? Also das Schönste bei der ganzen Geschichte ist, deswegen ist das auch mein Hobby, dass ich gehe aus dem Haus und ich bin Kanzlerin. So muss ich das sagen. Sie haben gar nicht trainiert? Ich brauchte gar nicht trainieren. Wenn wir drehen, da sagen immer die Filmleute, ich soll mich bloß nicht feststellen. Ich soll einfach natürlich bleiben, weil die Gestik ist angeboren und da kommt das einfach besser raus. Und ich brauche gar nichts machen. Deswegen habe ich damit überhaupt keinen Stress. Vielleicht sind Sie in Wirklichkeit doch Frau Merkel und Sie tun nur so, als wären Sie Merkel-Double, um auch mal einfach ein bisschen Spaß zu haben. Ja, wir gucken uns mal, wir haben noch mal Bilder von Angela Merkel im direkten Vergleich, die wir mal hier reinlegen im Splitscreen. Aktuelle Bilder, so wie schon mal Frau Warnecki. Wenn Sie mal direkt in diese Kamera hier schauen, vielleicht mal so eine ähnliche Redegeste machen mit den Händen, so Hände mal so nach oben. Ja, dann ja, ein bisschen höher. Genau. Ja, das sieht schon wirklich sehr... sehr ähnlich. Angela Merkel hat sich ja auch sehr verändert. Ne? Wir haben noch mal ältere Bilder von ihr. 1991 ist sie Familienministerin geworden. Damals sah sie noch komplett anders aus. Wir gucken uns da noch mal gerade ein Foto an.
Da sehen wir das noch. Das ist lange, lange her. Sahen Sie damals auch schon aus wie Frau Merkel 1991? Hätten Sie da auch schon die gleiche Frisur? Die Ähnlichkeit kam später. Die kam viel, viel später. Haben Sie denn jetzt das Original überhaupt schon mal getroffen, Frau Merkel? Also sind Sie schon mal zusammengekommen, konnten ganz nahe gucken? Wie guckt sie denn? Ich kam die Kanzlerin nah, aber wir haben nicht zusammen gesprochen. Unsere Kanzlerin war in Olpe, wo die damals beworben hat für seine Partei. Und da stand ich ganz nah, aber gesprochen habe ich noch bis jetzt mit unserer Kanzlerin nicht. Sie sind ja nicht nur Merkel-Double, sondern auch ein Stück weit Merkel-Fan. Sie haben eben schon gesagt, sie ist unerschütterlich. Was fasziniert Sie denn so an dieser Frau? Mich fasziniert an unserer Bundeskanzlerin, wie sie sich in der Männerwelt behaupten kann. Und ich finde, dass die regiert sehr demokratisch. Und die arbeitet unermüdlich für unser Land und dafür schätze ich diese. Sie hatten uns eben vor der Sendung, das wollte ich einmal noch mal kurz unseren Zuschauern verraten, erzählt, es gibt sozusagen, wie es bei manchen Menschen eine Schokoladenseite gibt, gibt es bei Ihnen eine Merkel-Seite. Woran kann man das erkennen und welche Seite ist das bei Ihnen, die Merkel-Seite? Also die Merkel-Seite bei mir ist diese Seite. Das weiß ich, weil ich auch viele Aufträge auf den Messen habe und muss ich auch mich mit den Leuten viel fotografieren und da kommen die Fotos immer am besten raus. Deswegen weiß ich, dass die linke Seite ist einfach die Merkel-Seite. Manche haben eine Schokoladenseite, Sie haben eine Merkel-Seite. Und wir sind auch fast schon am Ende des Gesprächs. Sie wollten aber noch ganz besondere Grüße schicken. Und zwar nicht an Frau Merkel. Geburtstagsgrüße an Frau Merkel, die an dieser Stelle auch. Aber Sie hatten noch zwei andere Grüße, die Sie loswerden wollten. Ja, ich wollte ganz herzlich aus Düsseldorf meine beiden Enkel grüßen, David und Noah, und wollte ich dem schöne Ferien wünschen. Danke. Das ist sehr schön. Guck mal, vielen Ferienwünsche Dank. von Angela Merkel, aus dem Fernsehen im Ersten. Vielen Dank, Frau Warnecke, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Dankeschön. Und den Spaß mitgemacht haben. Ja, morgen der Durchhänger, morgen Teil 4 der Reportage. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass Sie das schaffen. Ich habe ja großen Respekt davor, Jakobsweg. Allerdings, während wir hier so gemütlich im Garten sitzen mit der Bundeskanzlerin, mit Angela Merkel. Nein, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinschaut, dann sieht man, das ist Ursula Warnecke, Ihre Doppelgängerin. Wir haben eben schon ein bisschen gesprochen. Ich habe mich gerade gefragt, Sie laufen aber nicht jeden Tag so rum, oder? Sie haben eigentlich einen anderen Job. Ich habe einen anderen Job und eigentlich trage ich überwiegend Rock und Kleider. Also das Hose, das habe ich nur zum Wandern. Daran und erkennt man dann wirklich den Unterschied zwischen der Kanzlerin und Ihnen. Ist richtig. Ich bin Büroangestellte und mir ist ganz wichtig, dass ich meinen Beruf und mein Hobby sehr streng trenne. Deswegen bin ich auch, obwohl ich die Kanzlerin Double sehr ernst genommen, weil das ist mir ganz wichtig, dass ich diese Trennung habe zwischen Hobby und Beruf. Wenn Sie denn trotzdem manchmal auch im Beruf oder im Alltag, wenn Sie jetzt nicht unbedingt als Merkel-Double vor die Tür gehen, trotzdem darauf angesprochen oder erkannt, dass Leute sagen, also Sie sehen irgendwie der Kanzlerin ganz schön ähnlich? Das passiert wirklich jeden Tag und das war letzte Zeit so extrem geworden, dass ich sogar meine Mittagspause verlegt habe, weil die Jugendlichen aus den Schulen und Touristen, die laufen immer mit Handys und wollen Selfies machen. Das kann auch manchmal sehr anstrengend werden. Und man braucht auch in Mittagspause ein bisschen Ruhe. Und das hat positive Seiten. Dieser Doppelsein hat auch aber negative Seiten, weil man muss immer irgendwie präsent sein, weil die Leute heimlich Bilder machen und dann sind die alle auf dem Facebook. Das heißt dann auch in Zukunft bei Merkels Selfies vorsichtig sein, ob es nicht wirklich in Wahrheit Frau Warnecke ist, nicht die Kanzlerin. Richtig, so, genau. Wir schneiden mal hier den Geburtstagskuchen vielleicht zum 65. Deshalb haben Sie uns als Beweis stattdessen schon mal ein Selfie mit der Karte geschickt. Auch das zählt natürlich. Ja? Wenn Sie noch irgendwo im Urlaub sind und uns gucken, dann schicken Sie uns doch bitte auch eine Postkarte. Das geht ganz einfach an den WDR live nach 9 in 50600 Köln. Am Freitag lösen wir dann auf. Ich bin ja gespannt, wo die weiteste Postkarte herkommt. Jetzt gibt es erstmal Geburtstagskuchen. Das ist auch so eine Schwierigkeit. Den hier, der ist aber sehr, ich sag mal, kompakt. Frau Warnecke, gab es eine ganz besonders lustige oder skurrile Situation in Ihrem Doppelgängerleben? Gab es eine Geschichte, an die Sie sich besonders erinnern? Ich habe einen Auftrag bekommen, nach Griechenland zu fliegen, auf Documenta. Und da bin ich für einen einzigen Satz geflogen. Die Künstlerin hat ein Becken aufgebaut und ich musste aus dem Becken die Oliven rausnehmen und sagen, das ist das griechische Gold und damit sind die griechischen Schulden getilgt.
Das ist auch mein Fall, oder? Für den einzigen Satz bin ich nach Griechenland. Aber das war so ein wunderschöner Auftrag. Ich war mit meinem Schwiegersohn, der ist Grieche, und da haben wir uns Athen angeguckt. Das war einfach nur toll. Oh, wir sind am Ende der Sendung. Ich dachte, ja, Sie mussten, wir schaffen das sagen in Griechenland. Aber es war dann doch ein anderer Satz. Wir müssen den Kuchen so essen, ich habe es nicht hingekriegt. Wir sehen uns morgen wieder bei Live nach 9. Dann geht es bei uns ums Thema Atmen. Wie geht das richtig? Also morgen wieder einschalten. Tschüss. Guten Appetit. Bye.